Moin moin, meine lieben Leute, was geht ab bei euch da draußen? Wir spielen heute Super Mario Maker 2, heute erschienen. Und wie man sieht, bin ich guter Dinge. Soweit ich weiß, gibt es auch eine Solo-Kampagne hier, die man mitspielen kann, wo man so ein bisschen eingeführt wird in den Editor. Und das machen wir gleich mal. Hier können wir schon mal Mario ein bisschen rumflattern. Ja, das tun wir jetzt. Hoffe, ihr seid dabei. Sagen wir mal. Bauen oder spielen? Wir wollen erstmal spielen. Machen mal den Abenteuermodus. Das ist der Modus, der einen so ein bisschen einführt. Wenn man das nicht von der Wii U kennt, den Mario Maker, dann hat man schon ein bisschen was verpasst. War schon sehr spaßig. Aber ich habe mich sehr hier drauf gefreut. Sehr, 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 sehr. Hallo! Ja! Es war ein hartes Stück Arbeit, aber endlich ist das Schloss fertig. Alles nur dank deiner klugen Planung, Bauleiterin Toadette. Prinzessin Peach wird begeistert sein. Yes. Ja, natürlich. Uh-huh. Mario war auch dabei. Oh, oh. Huch! Welcher Halotri hat denn die Reset-Rakete rumliegen lassen? Ich weiß nicht. Diesmal ganz bestimmt nicht. Oh, oh. Zu spät. Nein! Und wir können nichts machen! Im Kreis rennen, wie bescheuert. Guck mal, rechts, der pennt. Oh, oh. Er pennt immer noch. Okay, dann wird unsere Aufgabe wahrscheinlich sein, ein komplett neues Schloss zu bauen. Brr, deshalb mag ich Katzen lieber. Okay, schauen wir die mal. Es ist einfach unglaublich. Das schöne Schloss für Prinzessin Peach. Wir müssen alles noch einmal bauen. Leider haben wir unsere kompletten Münzen aufgebraucht. Verzwickte Sache. Überlass das mir. Du willst neue Münzen für mich sammeln? Das wäre natürlich eine Maßnahme. Mit deiner Hilfe werden wir das Schloss größer und schöner aufbauen als je zuvor. Frag doch mal Vorarbeiter Tod. Vielleicht kann er dir ein paar Aufträge zuschustern, bei denen du Münzen verdienen kannst. Da ist er doch schon. Hallöchen. Mario, ich habe auf einem Ohr schon mitgehört, dass du mit Bauleiterin gesprochen hast. Während hier die Bauarbeiten liefen, haben wir parallel dazu Aufträge aus aller Welt erledigt. Die damit verdienten Münzen haben den Bau von Prinzessin Peach Schloss finanziert. Aber wenn du dich ab jetzt darum kümmerst, haben wir die nötigen Münzen sicher 100-mal schneller zusammen. Okay, sieh dir mal diesen Auftrag von Goomba-Fan an. Die meisten Kunden verwenden Pseudonyme. Ich stelle da nicht zu viele Fragen, solange sie die vereinbarten Münzen springen lassen. Es geht abwärts. Okay, ich habe ein Level von Goombas gebaut. Wer sich den Lohn verdienen will, muss nur das Ziel erreichen. Kleiner Tipp, wenn es bergab geht, bewege nach unten, dann haben die Goombas nicht mehr viel zu lachen. Gut. Viel Erfolg! Let's go! Let's go! Es geht abwärts. Fünf Leben, Goomba-Fan. Yes! Oh, falsche Richtung. Oh, komm her. Brauchen wir zwar nicht, aber... Ui, wollen wir alle Münzen haben, ne? Ja, ja. Oh, hier. Oh, Mist. Oh, dann. Kleiner Bonus-Level ist. Komm hier rein, Dänger. Okay. Düdel, düdel, düdel. Das wäre mehr als geile Mario-Musik, oder? Das ist natürlich auch die 10er Münze da. Dann rückwärts. Da. Buddel, buddel, buddel. Gut. Oh.
So. Oh yeah, Mario Time. Mario Time. Gut, erfolgreich kriegen wir die Münzen jetzt einfach so, dann hätten wir 100 Münzen einsammeln müssen. Das ist meine Frage. Nein, dazu. Perfekt. War schon mal cool. Bring deine gesamten Münzen am besten sofort zur Bauleiterin. Ich komme. Du bist da ja wieder, Mario. Lass mich raten, du hast bestimmt schon einen Batzen verdient. Joa. Weiter so, Mario. Gut, dann wollen wir diese Münzen mal einsetzen, um das Schloss wieder aufzubauen. So, du wählst jetzt das Fundament aus und die Jungs machen sich an die Arbeit. Kann der Bau beginnen? Klar. Alles klar, an die Arbeit, Leute. Oh, meine schönen Münzen. Okay. Die Arbeiten am Fundament sind damit im Gange. Geh nur und kümmere dich um deine Aufträge. Wir liegen hier in der Zwischenzeit nicht auf der faulen Haut. Je mehr Kohle du dann schleppst, desto schneller geht es voran. Das machen wir glatt. Es gibt 3 neue Aufträge. Ich habe neue Aufträge für dich, Mario. Aber vorher ein kleiner Profi-Tipp vom Vorarbeiter. Und alle so, yeah! Du kannst Aufträge auch mehrmals erfüllen. Den Lohn erhältst du zwar nur einmal, aber im Level gibt es ja jede viele Münzen. Ja, das stimmt. Ja, das war auch schon alles, was ich sagen würde. Sieh dir am besten die neuen 3 Aufträge an. Ein Ausschalter? Wir gehen von oben runter, oder? Der ein Ausschalter. Niemand weiß, wie er funktioniert. Drahtlose Datenübertragung, schwarze Magie. Erreiche das Ziel und ich werde dich reich entlohnen. Dr. Wunderlich. Viel Erfolg! Frag mich, sind die Level eigentlich dann auch von irgendwelchen Leuten wirklich gebaut worden damals? So, dass sie sich die besten Level-Designer aus dem ersten Teil geholt haben und gesagt haben, ihr baut die neuen? Ich glaub nicht, ne? Oh. Wie ist das geil, ne? Oh, das ist natürlich dumm. Die wollen uns mal auch haben. Da sind wir schon da drin. Tschüss mit euch. Schon noch irgendwie hin. Das weiß ich noch nicht wie. Warte. Schön hoch. Schön nochmal hoch. clever gemacht. Aber so erfährt man auf jeden Fall so ein paar Tricks und Trips. Tipps und Tricks, wollte ich gerade sagen. Wollte ich nur sagen, habe ich gesagt. So. Okay, das war jetzt dumm. Warte mal. Das war clever. Okay, also man kann ja echt viel machen. Ne? Ich habe mir ja schon so viele Videos angeguckt und man kann ja wirklich einfach arsch viel machen. Das ist ziemlich cool. Ah, ich wusste es. Er ist ja wirklich geschickt, ne? Ah, okay. Ah, warte. Zack. Wieder 61 Münzen. Gibt's hier nur 61 Münzen im ganzen Spiel? Also im ganzen Level? Immer nur? Weiß ich nicht. Egal. Hier war ziemlich cool. Auch weil es ja doch so eine kleine Geschichte ist. Man erfährt so ein paar Sachen, ne? Komm, wir machen gleich das nächste. Oh. Fundament. Oh, die sind schon mit einem weiter mit Fundament. 1%. 1%? Okay. Komm, nimm mal hier. Willkommen in der 3D-Welt. Ich habe in meinem Garten ganz viele süße Bäume gepflanzt. Möchte nicht irgendjemand mit Hilfe von L auf meine Bäume klettern und das Ziel erreichen? Auf die Piranha-Pflanzen kann man ruhig drauf treten. Das ist nur Unkraut. Jüngelchen. Gärtnerin hat das Level gemacht. Pass auf dich auf. Let's go. Ja, das ist ja das neue 3D-Level. Also, beziehungsweise die Figuren vom 3D-Level. Man kann leider keine richtigen 3D-Level machen. Das ist ein bisschen schade. Aber die Grafik ist dabei. So.
Aber es ist natürlich cool, dass wir die ganzen Level, 3D-Level haben. Besser geht's ja auch nicht, ne? Aber ich werde hier Spaß haben, Levels mit den 3D-Sachen zu bauen. Ah, genau. Okay, hier. Ah, nein. Warte. Ich glaube, ich krieg das hin. Gut. Oh, warte. Ah. Ich depp. Ach, naja, egal. Gut. Das war natürlich dumm. Hätte man auch besser lösen können. Egal. Halt. Ich bin einfach ein bisschen. Alter, also wir haben uns schon was einfallen lassen, muss man sagen. Allerdings war es dumm von mir, habt ihr gesehen? Welcher Fehler ist da war? Pass auf. Mach nochmal. Oh. Nein! Nein! Wie dumm! Ich wollte doch wieder hochbringen. Okay, machen wir nochmal. Oh, erstes Leben verloren. Nicht schlimm, nicht schlimm. Dann müssen wir noch 5 bauen. Was ist das? Ah, Mist, ich will natürlich keine. Doch, hier kriegen wir eine. Da. Nein! Nein, was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Ich will auch nur die Mütze haben. Mein Gott, das war richtig dumm. Das ist wirklich dumm. Na egal. Kriegen wir hin? Einmal. Hör mal, Bruder, wenn du das nicht schaffst, dann verwende doch mal ein paar Hilfselemente. Nein! Hilfselemente, ich will es einmal so schaffen. Einmal. Dann bin ich in der Ehre gekränkt. So. Einfach, ne? Zack. So. Jetzt gemacht. Ja, ist doch echt fein, das Level. Also wirklich, das ist. Also fällt man so ein paar Sachen, wie man wirklich etwas noch irgendwie anders gestalten kann. Und die Ideen finde ich so gut. Ich meine, was für Ideen da schon beim alten, muss man ja sagen, was beim alten Spiel rauskam, das war schon der Hammer. Oh. Yes, Fundament ist fertig. Dann lass mal den nächsten Bauauftrag abgeben. Komm her. Das Fundament ist fertig und es ist noch größer als das alte. Bei dem Anblick bekomme ich fast Herzrasen. Es ist so unberührt und voller Möglichkeiten, fast wie mein Herz. Dann machen wir uns mal im Bau des Eigengeschosses. Womit sollen wir anfangen? Fangen wir mit dem Hauptgebäude. Oh, haben wir noch nicht. Okay, ihr könnt noch mal gar nichts anfangen. Wir müssen erstmal Kohle haben. Hol dir ein paar Aufträge, machen wir. Zack. So ein bisschen Münzen brauchen wir noch. Oh, ein Profi-Tipp. Wenn irgendwas fertig ist, sprich mit der Baulehrerin in die Hafe, können die Bauer dann nahtlos weitergehen. Das war auch schon alles. Geh dir mal die neuen Aufträge an. So. Die Sonne. Unbarmherzige Wüstensonne. Hätte ich mir vielleicht mal durchlesen sollen, anstatt wegzudrücken, oder? Clever wieder von mir.
Die unbarmherzige Wüstensonne von der Meteorologin. Okay. Da wird immer wieder aufgefüllt, das Leben, ne? Was? Okay, okay. Hätte man das Flugding da nehmen sollen, das müssen wir gleich mal einsammeln. Ein kleiner unachtsamer Fehler. Ich muss eigentlich zugeben, dass ich natürlich jetzt auch erstmal wieder reinkomme aus dem Mario. Ich habe auch vorher nicht was anderes gespielt, muss ich zugeben. So. So. Oh. Oh Mist. Nein! Nein, nicht dumm! Batz. Naja. Oh. Jetzt geht's aber auch echt daneben, warte. Oh, ich wusste es. Und vor allen Dingen, wie dumm wieder, ne? Naja, egal. So. Oh. So. Natürlich nicht so clever. Egal. Ein paar Münzen geschnappt. Gutes Level, muss ich sagen. Das ist ein gutes Level. So. Münzen. So, jetzt können wir auch das Haupthaus schon anfangen zu bauen. Viel zu tun. Ja, komm her. Wir wollen das Haupthaus fertig machen. Ja. Ja. Alles klar, an die Arbeit, Leute. Super! Okay, es dauert ein bisschen. Drei, vier, müssen wir vier Aufträge machen, damit das überhaupt fertig wird. Die Bauarbeiten haben eh abgegangen. Der rote Tod kümmert sich darum. Erfüll du einfach was deine Aufträge und schaff das Geld dran, dann soll es uns nichts scheitern. Na gut, dann können wir ja ein bisschen Kohle holen, dann können wir die anderen auch noch anschicken, dass sie was machen können. Noch ein Profit vom Vorarbeiter! In der Auftragsliste kannst du L und R drücken, um umzublättern. Drücke Y, um noch nicht erfüllte Aufträge anzuzeigen. Das war auch schon alles. Spukhaus! Oh, Spukhäuser. Also, ich habe da so ein Spukhaus gebaut, aber die Sache ist die. Ich finde nicht mehr heraus. Irgendwas stimmt hier nicht. Könnte mir vielleicht jemand helfen? Popstar 1. Dann zeig ihm mal, wo der Hammer hängt. Machen wir. Okay. Oben oder unten die Tür? Erstmal oben. Wenn es kommt. Oh, mein. Hier. Mal oben rein. Nee, geht's nicht rein, leider. Okay, was ist hier? Schon wieder. Nein. Schon wieder. Oh, ich bin auch ein Depp. Oh nein, jetzt hänge ich hier voll fest. Natürlich dumm gelöst. Okay.
Was? Weiter. Wir machen trotzdem mal die Tür hier als erstes. Uah. Mein Gott, der rutscht auch so ein bisschen, ja. Zack. Und gleich wieder raus. Will Yoshi mitnehmen? Ja, ne? Nicht mal rein? Ah, okay. Brauchen wir Yoshi? Ach so, war das. Wie dumm. Wir müssen trotzdem mal hierher locken, wir kommen sonst nicht raus. Jetzt müsste der Boden unten ja frei sein, ne? Ja, genau. Wir müssen ihn nochmal drücken, dann müssen wir schneller hier hinkommen. Beziehungsweise können wir auch mitnehmen, oder? Können wir mitnehmen? Das machen wir jetzt mal. Und so weit weg, ja. Okay. Nochmal da. Ja, okay. War schon bescheuert. Eine Puzzleinlage hier, da. So. Okay, komm hier rein. Leider nicht hin, was? Da können wir nochmal reingehen. Wir machen es mal so, oder? Ja, anscheinend nicht. Doch. Anscheinend nicht. Hä? An der Weg? Da, okay. Jetzt war da wieder die falsche Treppe, oder? Mit hier das Ding. Ein bisschen mehr Zeit vielleicht auch. Wenn wir das Ding mitnehmen. Uah. Ah, okay. Hätte ja auch Sinn gemacht. Guck mal. Haben wir es doch schon geschafft. Perfekt. Ja, perfekt, perfekt, ne? Gut, sagen wir mal, es ist gut gewesen. Aber wir kommen ja immer noch nicht raus hier, oder? Doch, da hinten geht es weiter. Ah, okay. Okay,
Sehr gut. Das sind kleine, so kleine Puzzle-Abenteuer sind das eher, ne? Ganz cool gemacht. So, ein Level machen wir noch, dann können wir das nächste nämlich zum Bau starten. Aufträge, Aufträge, Aufträge zu vergeben. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Ich möchte den Münzkeller haben. Oh, der sieht schwer aus. Ich sehe gerne andere beim Schuften zu, um mich daran zu ergötzen, dass ich selbst nicht arbeiten muss. Zu diesem Zweck habe ich im Untergrund Münzen verteilt. Willst du nicht darunter steigen und alle aufsammeln? Du kannst sie dann behalten. Ich habe genug davon. Launischer Geldsack. Unterschrift Dagobert Duck. Testen wir doch mal. Münzkeller. Sammle alle Münzen. 30 und erreiche das Ziel. Oh, das ist sogar mit einer Bedingung verbunden. Gibt's nichts? Ja, warte. Gucken wir nicht hier. Ja, guck. Oft ist ja was versteckt hier. Mit deinem Tuch. Wahrscheinlich. Kann bestimmt da oben hochkommen irgendwie. Okay, nehmen wir erstmal die Tür. Okay. 6 Münzen haben wir. Hier, Uhrzeigersinn machen wir. Oh nein! Das ist natürlich blöd. Na. Okay, probieren wir nochmal. Du kannst das Leben ja wiederholen, ne? So, und das können wir ganz gut hier mitmachen, glaube ich, das Level. Aufpassen hier. Oh, raus hier. Oh, wir haben alle Münzen eingesammelt. Clever. Wir haben mal einen Pilz geben, dass ich ein bisschen groß werde, oder nicht? Seitenflippers? No. Aber warte mal. Hoch. Ist nichts? Nichts. Schade, hätte sein können. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Wir haben alle Münzen. Dann können wir auch zur Flagge laufen, ne? 30 brauchen wir. So. Das soll's gewesen sein. Thank you, Mario! Danke, danke. Den Applaus habe ich auch wirklich verdient. So. Ja, komm, wir geben mal den grünen Toad eine Aufgabe. Ja! Willst du einen Stein drin? Ja. Hier. Kann der Papa gehen? Ja.
Alles klar, an die Arbeit. Super. Ja, cool. Dieses kleine Puzzle-Abenteuer spielen wir definitiv weiter. Wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal. Heute mal jetzt mal Schluss. Beziehungsweise jetzt. Vielleicht kommt noch eine Folge später. Mal sehen. Oh, die Bauarbeiten des EEG. Das Flügel haben begonnen. Der grüne Tod zeigt dich dort verantwortlich. Erfüllst du einfach weiter Aufträge und schaffst das Geld ran. Dann soll es uns nicht scheitern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir machen erstmal die... Das kann man da oben einstellen. Okay. Wir machen erstmal die, diese Story-Modus weiter und dann gehen wir irgendwann rüber zum Editor. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.